Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr wisst, Meditation ist ein sehr, sehr großes Thema für mich. Und ich leite oder habe ja auch schon viele Meditationskurse für Erwachsene geleitet. Und gerade bin ich dabei, eine andere Form der Meditation zu lernen und mich in der Meditation für Kinder so ein bisschen weiterzubilden. Und im Rahmen dessen bin ich auf ein ganz, ganz tolles Buch gestoßen, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist es dieses hier, finde ich schon erstmal optisch sehr, sehr ansprechend. Und das ist Meditation für Kinder und Familien von Luis Lopez González. Ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ich finde, für zu Hause ist das ein richtig, richtig guter Einstieg in die Thematik und ist wirklich sehr praxisnah und unglaublich gut erklärt, dass man das zu Hause für sich umsetzen kann. Es geht natürlich am Anfang ganz groß auch darum, was Meditation bewirkt, was die Vorteile von Meditation sind, weil es soll natürlich auch so ein bisschen motivieren, auch mit Meditation zu beginnen, wenn man das als Erwachsener noch nicht getan hat. Oder dann halt die Motivation, okay, wenn es mir so gut tut, dann möchte ich das auch für meine Kinder. Und Meditation beruhigt, Meditation fördert die Konzentration und die Aufmerksamkeit. Das ist beides etwas, schon die ersten Dinge, die ich für unsere Kinder unglaublich wichtig finde. Es hilft uns einfach, klar zu sehen und zu verstehen, sowohl was im Inneren bei uns passiert, als auch was im Außen passiert. Und es hilft uns auch, uns selbst und unseren Mitmenschen gegenüber mitfühlender entgegenzutreten. Auch das ist sehr, sehr wichtig für unsere Kinder, für unsere gesamte Gesellschaft eigentlich. Und Kinder erlernen Meditation auf eine kleine andere Art und Weise als wir Erwachsenen. Sie tun es aber schneller und besser tatsächlich. Und deswegen ist es eigentlich gut, je früher man mit diesen Übungen beginnt, desto besser wird das Geübte dann auch vom Kind aufgenommen. Ich werde da noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Also Vince hat angefangen mit Meditieren. Ich meine, da war er 5, vielleicht auch schon 4. Jetzt ist er 6,5 und fordert sich das schon richtig gehend ein, weil er einfach merkt, wie gut ihm das tut. Dieses Loslassen, dieses Runterkommen, dieses Entspannen, den Kopf mal ausschalten können. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, dass er für sich selbst erkannt hat, wie gut ihm das tut. Und ich möchte das noch mehr in unseren Alltag integrieren, möchte das noch mehr selber von mir auch anleiten, das mit ihm gemeinsam eigentlich erleben. Und so wird Svea mit ihren fast 4 Jahren dann automatisch da reinwachsen, wenn sie das bei ihm und bei mir sieht. Und das Buch ist so aufgeteilt, dass es im ersten Teil so eine Einführung in Meditation auch gibt. Im zweiten Teil soll dann die Meditation vorbereitet werden. Und da unterscheidet man zwischen der Meditation zu Hause, was so heilige Momente sein sollen. Jetzt ist gerade mein Licht ausgegangen. Und den meditativen Momenten im Alltag. Und das finde ich so schön, dass man dieses sowohl als auch hat und Meditation in ganz vielen Bereichen des Lebens, des Alltags mit Kindern unterzubringen lernt. Weil ich würde behaupten, das ist so eine der größten Herausforderungen, wenn man sich diesem Thema mit seinen Kindern öffnen möchte. Wann? Wann mache ich das denn auch noch? Und da ist das richtig, richtig schön gemacht. Also es geht halt damit los, dass man ja morgens schon im Bett einiges tun kann oder dass man aufmerksamer essen kann zum Beispiel oder dass man unter der Dusche, in der Badewanne ganz, ganz viele Sachen machen kann. Und so findet, glaube ich, jeder für seinen speziellen Alltag einen Einstieg mit seinen Kindern. Im dritten Teil geht es dann um die Grundkompetenzlehren der Meditation. Die werden bezeichnet als die 9 Freunde. Und es sind immer ganz, ganz viele Übungen dabei, um diese Grundkompetenzlehren jeweils zu stärken. Also damit fängt man im Grunde erstmal an. Das macht für das Kind das Meditieren dann einfach einfacher. Dann geht es im vierten Teil um die Achtsamkeitslehren. Und im fünften Teil, das war so für mich auch einer der wichtigsten Teile natürlich, gibt es dann Meditationsvorschläge für jeden Moment des Tages. Also wie gesagt, das geht früh im Bett beim Aufstehen los und endet natürlich beim ins Bett gehen. Und jeder kann so für sich gucken. Also bei uns ist mittags am Wochenende immer die perfekte Zeit oder auch abends. Und jetzt will ich halt wirklich auch damit anfangen, tagsüber kleinere Elemente gemeinsam mit ihm einzubauen. Und zu diesem Buch gibt es übrigens auch noch 120 Minuten Audiomaterial. Das kann man sich über einen bestimmten Link dann
noch mit besorgen. Das finde ich sehr, sehr gut so für den Einstieg, das so in Kombination mit dem Buch einfach zu nutzen. Auf jeden Fall sollte man Meditation halt in Begleitung mit den Kindern machen, unter Aufsicht. Also ich bin bisher, naja, mittlerweile bin ich nicht mehr jedes Mal dabei. Aber gerade am Anfang war ich immer mit dabei und man darf auch nicht zu viel von den Kindern erwarten. Die meditieren anders als wir. Und gerade wenn die so anfangen, muss man vielleicht auch mal an seine Anfänge zurückdenken, dass man da auch nicht die ganze Zeit stillgelegen hat. Und das muss es auch gar nicht sein. Also man muss vielleicht auch seine Vorstellungen, die man von Meditation hat, ein bisschen ablegen. Aber dabei hilft das Buch auch sehr wunderbar, um zu verstehen, wie Kinder meditieren. Und dass das genau richtig ist, so wie die das machen. Und da wird einfach erklärt, okay, was ist die beste Haltung und wie erkläre ich das auch meinem Kind? Wie ist so der Einstieg in die Meditation? Wie sollte das Kind atmen? Und immer unter diesem Aspekt, wie kann ich das erklären? Wie kann ich das als Erwachsener dem Kind verständlich machen? Da geht es dann auch so, okay, ne, alles erstmal so ein bisschen entspannen, mit einem Bodyscan dann auch. Dann kommt die eigentliche Meditationsübung zum Beispiel und dann auch der Ausstieg. Also wie bekomme ich mein Kind wieder aus der Meditation heraus in den Alltag herein, das auch wieder erfrischt mit dem Alltag weitermachen kann. Und gerade in diesem stressigen Alltag, den leider unsere Kinder auch schon haben, würde ich sagen, absolut schon ab Kindergartenalter, einfach weil so viele Informationen auf die einprassen und so viel los ist und sie so viel verarbeiten müssen und sie auch ganz, ganz viel Input hier zu Hause von uns bekommen. Also sie nehmen ja auch unsere Gefühle, gerade wenn die so klein sind, noch sehr, sehr stark auf. Ist das ganz, ganz wichtig, finde ich persönlich als Mama, Kindern etwas mit an die Hand zu geben, womit sie mit all dem besser umgehen können. Also sie lernen, sich zu entspannen, was schon mal unglaublich wichtig ist, einfach auch mal den Kopf auszuschalten, sich wieder auf sich zu besinnen, auf den eigenen Körper, auf das eigene Herz, auf die eigenen Energieströme. Und ich finde das sehr, 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 sehr wertvoll und finde, es ist ein Geschenk, was man seinen Kindern mitgeben kann. Und wie gesagt, das Buch sagt, umso eher man beginnt, umso besser natürlich. Und wie gesagt, wir haben, also ich glaube schon, dass es jetzt mittlerweile schon 2 Jahre her ist, genau, damit angefangen mit geführten Meditationen extra für Kinder natürlich, weil wie gesagt, Kinder anders meditieren, auf eine andere Art und Weise so ein bisschen, auch der Einstieg natürlich ein bisschen anderser sein muss. Und jetzt möchte ich einfach anfangen, noch mehr meditative Rituale in unserem Alltag einfließen zu lassen. Und vielleicht fühlt ihr euch inspiriert, das auch zu tun, dann kann ich euch nur sehr empfehlen, einfach so als Wegbegleiter dieses Buch mit an die Hand zu nehmen, das als Leitfaden zu benutzen, natürlich auch das Audiomaterial zu nutzen. Das ist ja richtig, richtig genial. Und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem wundervollen, wundervollen Buch. Es ist auch wirklich ganz simpel erklärt, nicht extrem spirituell oder sowas, sondern es geht um die Fakten, es geht um das Kindgerechte, ist wirklich sehr, sehr schön aufgearbeitet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, der Buchtipp hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!